Vor allem, wenn ich nicht aufpasse und sie meinen Tank killen. So. Das ist der Weg hinaus. Hey, riechst du die frische Luft und siehst du das Licht am Ende des Ganges? Wir haben es geschafft, wir haben den Ausgang erreicht. Allerdings haben wir nicht alle geflohenen Gefangenen gekriegt. Sie laufen nun in der Wildnis umher. Wenn die Wölfe sie nicht fressen, eine Patrouille wird sie früher oder später finden. Oder auch nicht, was geht mich das an? Jetzt nur raus hier. Hey, nicht so schnell. Du wolltest doch nicht schon gehen, oder? Das wäre unhöflich. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Du hast einige meiner Spielzeuge kaputt gemacht, aber ich habe noch mehr für dich. Viel bessere, größere und viel tödlichere. Tödlichere. Bei den Göttern, wer zur Hölle bist du denn? Dein bester Freund, erkennst du mich denn nicht? Lass uns noch mehr Spaß haben. Was ist hier eben passiert? Wer war dieser hässliche Typ? Verdammt, wo sind wir hier? Plot Twist, yay. Jedenfalls nicht draußen. Nicht hilfreich, überhaupt nicht hilfreich. Wir sind auf Level 9 gelandet. Hey, so viel zu den 8 Leveln. Und es ist dunkel. Aber ich mag diese Kristalloberfläche hier. Was ich nicht mag, ist die Musik. Und ich glaube, ich werde auch die Gegner hier wohl nicht mögen. Wow. Ein aggressiver Pilz. Giftige Spucke. Nein, danke. Die kannst du behalten. Interessant. Oh, es sind zwei Gruppen. Oh, und sie spucken Zeug. Könnte unschön werden. Aber sie scheinen stationiert zu sein. Das heißt, ich kann jederzeit vor ihnen wegrennen. Weil ich merke, dass der Kampf nicht zu gewinnen ist. So, jetzt fehlt nur noch ihr hier. Ja, mein Heiler ist tot, aber das sollte nicht so viel ausmachen. Serikan hat ein Level up. Und ja, ich hätte noch das ganze Essen unten einsacken sollen, weil ich komme nicht mehr nach unten. Fällt mir gerade so auf. Doch nicht du. Du eigentlich, so. So, Serikans Level up. Mehr Feuerschaden, das da kann ich leider noch nicht. Dafür brauche ich 10 Punkte, das heißt beim nächsten Level erst. Treffer von nicht-periodischen Zaubern geben 10% ihrer Mana-Kosten zurück. Das heißt nicht periodisch. Versengen vielleicht? Ich mache erstmal hier.
Ah, ich habe bis jetzt 9 Punkte vergeben. Ich brauche noch ein Level up. Okay. Oh, war eigentlich was in dem Raum oder war das nur eine Pinte, Falle, wie auch immer man es nennen möchte. Und ja, wir müssen irgendwann zurückkommen. Und nicht so, wie wir es erwarten, weil hier steht, es gibt Orte, die du nicht erreichst, noch nicht. Und wir haben ja hier auf jeden Fall, also hier sind wir rausgeportet worden, aber hier scheint noch was zu sein, weil hier muss es noch da irgendwo hingehen. Und wir haben noch den ganzen Bereich. Und mir fällt gerade auf, ich habe hier keine zweite Karte gefunden. Entweder gibt es zur Abwechslung mal keine oder sie ist in dem Gebiet, was wir noch nicht erreichen können. Ein Baum. Okay, wir können den Baum weder angreifen noch mit ihm interagieren. Das hier sind keine natürlichen Kavernen. Jedenfalls nicht alles davon. Wer könnte so einen Ort geschaffen haben? Und was viel wichtiger ist, warum? Warum habe ich das Gefühl, dass mich die Bäume angreifen könnten? Hi. Okay, es sind nicht die Bäume, es sind diese gottverdammten Pilze. Und mir gefallen und verbrennt. Ja, von 4 dieses Gift im Zaum zu halten, dürfte schwierig werden. Aber wenigstens sterben sie recht schnell. Also ja, das einzig garstige von ihnen ist das Gift, aber ansonsten sind das jetzt... Im Vergleich zum Rest, was wir bis jetzt so erlebt hatten, sind das keine sonderlich gefährlichen Gegner. Und ich sollte das nicht unbedingt laut sagen. Ja. Wenn ihr braucht dringend mal neue Stiefel. Der hat nämlich immer noch Stufe 2 Stiefel an. Und ich denke, auf die 2 Ausdauer, ja, auf die 10 Lebenspunkte können wir erstmal verzichten. Hier ist es dunkel. Da ist wieder eine ganze Truppe von diesen bescheuerten Pilzen. Wisst ihr was? Ihr kriegt mal Feuer, einen ordentlichen Feuerregen. So, das dürfte euch ziemlich wehgetan haben. Zum Glück sterben sie schnell. Und zum Glück hält ihr Gift nicht lange. Nochmal vergiften kannst du vergessen. Ich höre wieder was flattern, okay. Also wir wissen, da ist ein Ausgang. Wir haben hier wieder eine Gruppe Pilze. Ja. Ja, vergiftet ruhig mal meinen Warrior, dem macht das auch nicht so viel aus.
Also ich muss ehrlich sagen, die sind wirklich nicht so böse. Ach, nehmen wir es einfach mal mit. Sicher ist sicher. Gut, da brauchen wir einen Schlüssel für. Hier gibt es zwei Wege, okay. Dann will ich erstmal gucken, was hier in der Richtung ist. Okay, es ist ein Gegner. Drachenfledermaus. Oh, die sind aber putzig. Dann hoffe ich auch einfach mal, dass wir gegen die was ausrichten können. Sie benutzen auf jeden Fall ziemlich krassen Feueratem. Okay. Ihr seid gar nicht mehr putzig. Oh, das ist nur eine. Okay. Mit einer kommen wir klar. Soll die nicht zu laut sagen, sonst kommen gleich fünf Stück auf einmal. Genau, beiß mal ein bisschen. Das Problem ist, sie haben auch viel zu viel Mana. Nee. Oh. Das nehme ich gerne mit. Mal kurz gucken. Ja, wir haben Mana-Tränke verbraucht. Also kleine Mana-Fiolen. Aber wenigstens für einen guten Zweck. Wir haben uns nämlich Heiltränke gespart. Und vor den kleinen Mana-Fiolen hatten wir eh. Ach, ich sehe wieder zwei von euch. Nee, nee, Single Target ist besser. Ich muss einen schnell davon wegkriegen. Feuerarten können wir wieder stoppen. So, und weg mit dir. Einen Mana-Trank. Oh, wir haben sehr viele Mana-Tränke, sehe ich gerade.
Weil die sind jetzt da oben gesammelt worden. Und ja, ich muss mir mal demnächst wieder einen Lagerplatz suchen. Wir sind nämlich auch wieder knapp bei Gewicht. Aber schade, hier war nichts außer dem Mana-Trank. Das heißt, wir haben in dem Bereich alles geklärt. Da kommen wir noch nicht weiter, weil wir keinen Schlüssel haben. Da oben habe ich Geflatter gehört. Da höre ich auch Geflatter, okay. Oh Gott. Ah, Teleporter. Das ist jetzt wieder eine kritische Trefferfiole gewesen, ja. Ey, Fackeln, erinnert mich gerade ein bisschen an Legend of Grimrock. Aber wir können die Fackeln weder rausnehmen noch löschen. Wir können uns nur ein bisschen heilen. So, ihr Mana regeneriert sich ja außerhalb vom Kampf. Zum Glück schnell genug. Also, das wissen wir. Der Teleporter führt nach drüben. Ein kleiner Drache. Einer ist nicht schlimm. Einen finde ich ganz und gar nicht schlimm. Ich hoffe mal nur, dass es nicht mehr als zwei werden können. Der Hammer nicht. Wirklich? Okay. Aber der Hammer könnte mir helfen. Indem ich ihn da platziere und weiß, wenn ich die andere Treppe gehe. Oh, ihr zwei habt mich entdeckt. Ah. Auch nicht schlimm. Oh, das hier wiederum ist ein bisschen blöd jetzt gelaufen. Stirb einfach bitte. Danke. Okay, das waren die von hier drin. Ja, okay, da geht's rum zum Hammer. Das habe ich fast schon vermutet.